Parallel Rex Murphy haben sich viele Fans gewünscht, jetzt ist er da und den möchte ich dir natürlich vorstellen. Und damit erst einmal hallo und herzlich willkommen. Wenn du noch nie von Parallelermittlern gehört hast, Fantasy Flight Games bzw. Asmodee bringen nach und nach alternative Versionen von bisher erschienenen Ermittlern heraus, die sich logischerweise dann aber auch von den Originalen unterscheiden. Das Ganze sind Print-and-Play-Karten, das heißt, du kannst die kostenlos auf der Homepage runterladen und ausdrucken und direkt losspielen. Zu allen Parallelermittlern habe ich auch noch ein Video gemacht, das verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Und es wurde ja auch schon viel spekuliert, dass der Parallel-Rex Murphy, wenn er denn erscheint, irgendwas mit Fluchmarkern machen wird. Und das tut er. Er hat eine Reaktionsfähigkeit, dass wenn du einen Hinweis auf einen Ort legen würdest, dann kannst du stattdessen zwei Fluchmarker in den Beutel reintun. Umgekehrt kannst du genauso gut aber auch sagen, dass du jetzt einen Hinweis droppen möchtest, wenn du normalerweise zwei Fluchmarker in den Beutel tun müsstest. Das ist nicht limitiert, das kannst du beliebig oft machen. Von der Statline, von den Fertigkeiten und dem Leben ändert sich gar nichts, da bleibt alles gleich. Er ist auch immer noch Reporter, allerdings ist er jetzt verflucht. Was sich aber auf der Rückseite ändert, ist der Deckbau. Du kannst jetzt Sucherkarten bis Level 3 spielen, Fluchkarten und Schachzugkarten bis Level 4 und zusätzlich noch 5 Level 0 Schurkenkarten. Wenn du das mit dem originalen Rex Murphy vergleichst, der kann ja Sucherkarten bis Level 5 spielen und zusätzlich kann er auch bis zu 5 Karten von anderen Farben spielen, allerdings nur Level 0. Was ändert sich also? Du tauschst Rex Murphys Fähigkeit, dass du zwei Hinweise mit einer Probe entdecken kannst, wenn du eben die hoch genug schaffst. Und bis Level 3 wird sein Deckbau flexibler, weil du einfach mehr Optionen hast. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu den offiziellen Regeln zu den Parallelermittlern. Du kannst Vorderseite und Rückseite beliebig kombinieren. Wenn du jetzt sagst, oh, mir gefällt aber die originale Vorderseite besser, ich möchte weiterhin zwei Hinweise mit einer Probe entdecken, kannst du das mit der parallelen Rückseite kombinieren oder umgekehrt, wenn du sagst, okay, dieser Effekt mit den Hinweisdroppen und Fluchmarkern reintun, den finde ich gut, ich finde aber seinen alten Deckbau besser, dann kannst du auch die parallele Vorderseite mit der originalen Rückseite kombinieren. Und wenn wir schon beim Deckbau sind, der Parallel-Rex Murphy bringt wie fast alle Parallelermittler eine verbesserte Signaturkarte und auch eine verbesserte Schwäche mit sich mit. Und ich würde sagen, wir fangen aber mal mit dem Positiven an, nämlich mit der Signaturkarte, auf der Suche nach der Wahrheit. Es ist ein Ereignis, kostet eine Ressource, macht zwei Buchsymbole und ein Fragezeichen. Und die Karte besagt, wenn du sie ausspielst, für jeden Hinweis, den du hast, darfst du entweder eine Karte ziehen oder einen von diesen Hinweisen auf deinen Ort legen und dafür eine Karte aus deinem Discard-Stapel wieder auf die Hand nehmen. Das ist limitiert auf maximal 5 Hinweise. Zu der Karte gibt es erstmal nicht so viel zu sagen, Karten ziehen ist immer gut und wenn du Karten im Discard-Stapel hast, die du unbedingt spielen willst, kannst du auch mal einen Hinweis droppen, das ist okay. Allerdings wird es jetzt noch besser, du kannst dir Rex neue Fähigkeit kombinieren und anstatt einen Hinweis zu droppen, kannst du einfach sagen, du tust zwei Fluchmarker rein und holst dir dafür eine Karte aus dem Discard-Stapel zurück. Und es kommt sogar noch besser, das bedeutet nämlich, du brauchst für diese Signaturkarte noch nicht mal Hinweise. Du kannst den Effekt spielen und auch bis zu 5 Mal abhandeln, dann sagst du halt, okay, du tust 10 Fluchmarker rein, was natürlich ein Brett ist, aber dafür könntest du dann wirklich auch 5 Karten aus dem Discard-Stapel wieder auf die Hand nehmen, ohne einen Hinweis überhaupt zu besitzen. Und in der Kombination liegt meiner Meinung nach die Stärke vom Parallel-Rex Murphy. Allerdings gibt es dafür auch eine härtere Schwäche in Form von Rex 9 Fluch, und zwar, wenn du einen Skilltest schaffst, musst du noch einen zweiten Token ziehen und failst du dann, wird die Schwäche wieder ins Deck gemischt. Die Schwäche kannst du also nur loswerden, wenn du einen Skilltest durch den zweiten Token failst. Und wenn du jetzt eine neue Signaturkarte und die Schwäche mit seinen Standardkarten vergleichst, dann fällt auf, dass du bei der Signaturkarte im Prinzip nur den unteren Effekt neu hinzubekommst, dass du eben Karten aus dem Discard-Stapel rausnehmen kannst. Und bei Rex seinem Fluch war es vorher so, dass wenn du eine Probe geschafft hast, du einfach nochmal einen Token ziehen musstest und dieser Token wurde dann gewertet. Und jetzt, wie gesagt, zwei Token ziehen, das ist leider eine deutliche Steigerung. Diese Schwäche wird auf jeden Fall heftiger. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, die verbesserten Signaturkarten kannst du anstelle des Originals spielen, musst du aber nicht. Wenn du sie spielen willst, dann muss auch die verbesserte Schwäche rein. Du kannst auch sagen, dass du sowohl die alte Signaturkarte als auch die verbesserte Signaturkarte spielen willst, aber in diesem Fall müssen halt beide Schwächen mit rein. Die Frage ist natürlich, ob man das machen will, denn wenn du beide Schwächen draußen hast, dann machst du nichts mehr. Und der zusätzliche Hinweis an der Stelle, natürlich kannst du sämtliche Signaturkarten mit allen Formen von Rex Murphy spielen. Und wenn wir schon dabei sind, wie man Rex Murphy spielen kann, nicht nur er ist auf der Suche nach Antworten, ich bin nämlich auch noch so ein bisschen auf der Suche nach Antworten. Denn ich frage mich, warum sollte man die parallele Vorderseite spielen und dafür den Effekt abgeben, dass man zwei Hinweise mit einer Probe entdeckt? Das ist meiner Meinung nach eine der mächtigsten Ermittlerfähigkeiten, die es gibt. Klar, natürlich wegen der Signaturkarte, weil man sagt, okay, man kann halt 5 Karten aus dem Discard-Stapel für Fluchmarker holen. Aber ist es das wert? Denn ein Teil seiner Fähigkeit besagt ja auch, du kannst Hinweise droppen, anstatt Fluchmarker zu tun. Aber jetzt ist die Frage, willst du das wirklich tun? Willst du zum Beispiel ein Teufelsbündnis ausspielen, dir 5 Ressourcen machen, um dafür 2 Hinweise zu droppen? Ich würde behaupten eher nicht, das ist ein schlechter Deal. Und außerdem geht diese Fähigkeit nur bei genau 2 Fluchmarkern. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gabriel Carrillo spiele und seine Fähigkeit nutzen möchte, dann könnte ich gar nicht sagen, nur ich droppe jetzt mal einen Hinweis, um eine Karte zu ziehen, weil du ja nur einen Fluchmarker reintust. Das geht also gar nicht.
Die umgekehrte Situation seiner Fähigkeit wirst du schon eher nutzen. Ne? Du wirst eher mal Fluchmarke reintun, anstatt einen Hinweis zu droppen. Und da gibt es tatsächlich ein paar Karten, die mit seiner Fähigkeit synergieren. Und die möchte ich dir an der Stelle jetzt mal zeigen. Denn es gibt ein paar Karten, die dich ziemlich gut vor dem Begegnungsdeck schützen. Da gibt es zum Beispiel Dr. William T. Mallison, der ist schon seit Dunwich draußen. Den habe ich aber seitdem gefühlt noch nie gespielt. Weil einen Hinweis droppen, um die Begegnungskarte quasi wegzupacken, eine neue zu ziehen, wo du aber auch nicht weißt, was kommt, das war es meiner Meinung nach nicht wert. Zumal ist der Ali-Slot ja bei Braun immer ziemlich stark umkämpft. Aber eigentlich ist er gar nicht schlecht. Der kostet nämlich nur eine Ressource und er kann zwei Damage und Horror tanken, was auch okay ist. Und jetzt zu sagen, nö, ich tue zwei Fluchmarker rein, weil die Begegnungskarte heftig ist und ziehe dafür eine neue, den Trade gehe ich gerne ein. Die verbesserte Version von Mallison, die war sowieso schon gut. Und jetzt zu sagen, ich tue jetzt zwei Fluchmarker rein, ziehe dafür eine zweite Begegnungskarte und suche mir die Begegnungskarte aus, die mich jetzt nicht so dolle juckt, das ist ein wirklich guter Trade. Und das Beste ist, das kannst du ja für einen beliebigen Ermittler auslösen. Der muss noch nicht mal an deinem Ort sein. Du kannst also dein Team mit dieser Karte unterstützen. Für zwei Fluchmarker nimmt man gerne mit. Damit würde Rex Murphy automatisch mehr in die Supporterrolle reingehen. Zusätzlich hast du dann für dich selbst noch Karten wie vorgewarnt, die ich auch schon so gespielt habe. Eine Begegnungskarte aufheben, um einen Hinweis zu droppen, ist okay. Jetzt zwei Fluchmarker reintun, um die Begegnungskarte aufzuheben, fairer Deal. Weiterhin gibt es eigentlich in jeder Kampagne irgendwelche Begegnungskarten, die dich auffordern dazu, dass du Hinweise droppen musst. Die kannst du jetzt auch aufheben. Du sagst, ich habe die Karte gezogen, ich fäll die Probe. Na, dann tue ich halt mal zwei Fluchmarker rein. Bist du vollkommen okay. Also es gibt deutlich schlimmere Effekte bei Begegnungskarten. Eine andere Karte, die sich ebenfalls mit Parallel-Rex-Fähigkeit anbietet, ist meiner Meinung nach die fesselte Entdeckung. Du kannst die ausspielen, guckst dir die obersten 6 Karten an und dann sagst du, okay, für jede Karte, die du nehmen möchtest, tust du zwei Fluchmarker rein. Und so kannst du im Prinzip sagen, okay, ich tue jetzt in diesem Fall 6 Fluchmarker rein, darf aber auch 3 von diesen 6 Karten auf meine Hand nehmen. Das kann auch ein guter Deal sein, je nachdem, was für Karten es sind. Du musst es ja nicht machen. Du kannst auch sagen, hey, ich mache keine Fluchmarker rein, nehme keine Karte oder ich nehme eben eine Karte rein und packe dafür zwei Fluchmarker rein. Weiterhin gibt es mit der Analyse eine gute Kombination, wie du sagen kannst, okay, diese Probe möchte ich unbedingt schaffen. Also spiele ich jetzt die Analyse, packe diese dazu und das schützt dich auf jeden Fall von einem Fail-Marker. Ne? Weil wenn du einen Fail-Marker ziehst, tust du zwei Fluchmarker rein, hebst den auf und ziehst den nächsten Marker. Dass du zweimal den Fail-Marker ziehst, ist eher unwahrscheinlich. Ansonsten hast du jetzt mit der bizarren Diagnose auch eine Möglichkeit, wie du dich relativ solide heilen kannst, indem du sagst, du spielst die aus, packst zwei Fluchmarker rein und dafür darfst du dich oder einen Ali um 3 heilen. Ich denke, das ist auch ein fairer Deal. Und dann habe ich noch eine Kombokarte gefunden und in diesem Fall gehen wir tatsächlich den umgekehrten Weg, dass wir eben sagen, hey, wir spielen das Teufelsbündnis, machen uns 5 Ressourcen, droppen dafür den Hinweis oder spielen das fundierte Wissen, ziehen 3 Karten und dafür droppen wir den Hinweis und dafür tappen wir dann den Presseausweis und generieren uns eine zusätzliche Aktion. Allerdings ist das nur sinnvoll, wenn die Aktion auch wirklich Mehrwert generiert. Und damit würde ich auch schon zum Fazit kommen. Und da muss ich leider sagen, ich bin von Parallel-Rex Murphy enttäuscht. Der Original-Rex Murphy ist einer der stärksten Sucher, die es gibt. Hätte man ihn jetzt noch stärker machen sollen? Natürlich nicht, ist klar. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man ihm irgendwas mitgibt, wo man ein ganzes Deck drumherum bauen kann. Und das ist mit einer neuen Fähigkeit auf seiner Vorderseite meiner Meinung nach nicht gegeben. Ich finde, das ist eine sehr situative Fähigkeit und dafür möchte ich zumindest seine Fähigkeit, zwei Hinweise mit einer Probe entdecken zu können, nicht aufgeben. Bei der Rückseite sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ich finde die alternative Deckbauoption durchaus sinnvoll, weil du eben mehr Variabilität im Deckbau bekommst. Du könntest zum Beispiel jetzt gut mit ihm Big Money Builds bauen oder eben auch ein Build, wo du viele extra Aktionen generierst. Wenn du schon die Vorderseite spielen willst, dann am ehesten mit dem Bild, dass du eben sagst, okay, du setzt das Begegnungsdeck Schachmatt. Wenn du schon die Vorderseite spielen willst, dann am ehesten mit dem Bild, dass du jetzt sagst, du setzt das Begegnungsdeck Schachmatt. Dann bist du vielleicht eher der Supporter aber und eben nicht mehr so der Main-Ermittler. Es gibt ja durchaus Leute, die das gerne spielen. Mein Fall ist es aber nicht. Die neue Signaturkarte auf der Suche nach der Wahrheit macht in meinen Augen nur Sinn, wenn du die parallele Vorderseite spielst, sonst wirst du eher wenig Nutzen davon haben. Karten aus dem Ablagestapel zu holen, um einen Hinweis zu droppen, ist es meistens nicht wert. Und dafür dann zusätzlich noch Rex neuen Fluch mitnehmen, wo du immer zwei Fluchmarker ziehen musst, wenn du eine Probe schaffst, nein, das ist definitiv nicht wert. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass Marker mit Symbolen oft auch noch negative Auswirkungen haben und das deckt ja nochmal mit Fluchmarkern. Ne? Oft ist es ja bei dem Kultistmarker so, dass du irgendwie noch ein Verderben drauf tun musst und das möchtest du eigentlich nicht haben. Aber das ist wie gesagt auch nur meine Meinung und ich bin noch auf der Suche nach Antworten für Parallel-Rex Murphy. Daher frage ich dich, habe ich vielleicht irgendeine Antwort übersehen? Gibt es Karten mit ihm, die richtig gut synergieren? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Und falls dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao und hau rein.